In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie bereits archivierte und migrierte Daten oder gelöschte Stubs im Performance Tier wiederherstellen und ältere Dateiversionen in den Performance Tier zurückkopieren können. Die Recovery Policies sind im Storage Vault mit und ohne Capacity Tier an jeweils unterschiedlichen Orten aufzufinden. Bei einem Storage Vault ohne Capacity Tier greift man auf die Recovery Policies über Actions, Execute Recovery Policies zu. Bei einem Storage Vault mit Capacity Tier hingegen muss man auf Start Migration Job Cycle drücken und einmalig die Recovery Policies auswählen. Gelöschte Stubs, deren archivierte Quelldateien sich noch im Archive-Tier befinden, werden wie folgt bei allen Storage Vaults wiederhergestellt. Wenn eine Recovery Policy ausgewählt wurde, muss bei Status on Performance Tier, Not Present und in den Aktionen Recover File markiert werden. Sobald letztere Aktion ausgewählt wurde, ist die Checkbox Restore Deleted Files verfügbar, welche ebenfalls ausgewählt werden muss. Mit diesen Einstellungen werden die gelöschten Stubs vollständig auf dem Performance Tier wiederhergestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über Browse nur die Dateien in dem ausgewählten Verzeichnis wiederherzustellen. Mittels Recover Policies werden die Dateien auf dem Performance Tier an der letzten bekannten Stelle wiederhergestellt. Mit dem Data Browser ist es möglich, Dateien an einem anderen Ort, auch außerhalb des Performance Tiers, zu kopieren. Über das Lupensymbol kann der Data Browser geöffnet werden. Hier navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner und wählen die gewünschte Datei mit der rechten Maustaste aus. Nun nehmen wir die Option Copy File, geben einen Target Path an und schließen das Fenster wieder mit Start Job. Dann befindet sich die Datei schließlich im angegebenen Pfad. Beachten Sie, dass eine auf diese Weise wieder eingelagerte Datei als neue Dateiversion der alten Datei betrachtet und gegebenenfalls erneut archiviert wird. Der Data Browser gibt die Möglichkeit, auf ältere archivierte Dateiversionen zuzugreifen. Rechts im Fenster sind alle archivierten Dateiversionen einsehbar. Man markiert die gewünschte Version, macht wieder einen Rechtsklick auf die Datei im mittleren Fenster und wählt wie zuvor Copy File aus. Diverse Optionen stehen hier zur Auswahl. Unter anderem das Überschreiben der bestehenden Version, alle Dateiversionen in den Zielpfad kopieren, Dateiversionen in den Dateinamen hinzufügen und das vollständige Wiederherstellen des Pfads. Mit diesem Tutorial können Sie nun gelöschte Stubs wiederherstellen und ältere Dateiversionen in den Performance-Tier zurückkopieren.